Es sind drei Dinge, die unseren Test von anderen Tests unterscheiden. Zum Ersten, wir fahren mit Referenzauto, was uns die Möglichkeit gibt, miteinander vergleichen zu können. Dann besteht unser Testteam aus mehreren Fahrern, die die Fahrzeuge beurteilen. Drittens fahren wir mit unterschiedlichen Tonnagen und so können wir Verbräuche ermitteln und veröffentlichen. Dadurch kommt eine repräsentative Meinung zustande. Mitte 2008 hat Mercedes-Benz die inzwischen dritte Generation der Actros-Baureihe eingeführt. Im Test das populäre Modell 1848 in Euro 5 Konfiguration, neuer Powershift, Schaltautomatisierung und Megaspace-Kabine. Im Vergleich zum Vorgänger fällt der markante Kühlergrill mit dem optional beleuchteten Mercedes-Stern auf. Außerdem wurde die Scheinwerferpartie neu gezeichnet. Größere Spiegel sorgen für eine verbesserte Rundumsicht. Der 476 PS starke V-Motor ist der stärkste Vertreter innerhalb der Sechszylinder-Varianten. Rundum überzeugt der neue Actros durch klare Linie und sein schnörkelloses, aufgeräumtes Design. Das neue Modell ist auf den ersten Blick zu erkennen, ohne den Vorgänger alt aussehen zu lassen. Die Instrumente zeigen sich klar gegliedert und gut ablesbar. Das Multifunktionslenkrad liegt gut zur Hand, die Tasten für die Radiobedienung und die Menüführung des Bordcomputers integrieren sich optimal in das gelungene Bedienkonzept. Dank reichhaltigem Bordcomputer ist der Fahrer stets über das Wohlbefinden seines Actros informiert. Die Megaspace-Kabine gefällt durch viel Stauraum und eine durchdachte Aufteilung. Betten und Lebensraum fallen dagegen nur durchschnittlich aus. Alle Druckluftleitungen und Elektrokabel sind sauber geführt und finden bei Nichtgebrauch Platz an der Kabinenrückwand. Eine klassische Ölstandskontrolle ist überflüssig. Der Bordcomputer prüft über Sensoren die Stände aller wichtigen Betriebsflüssigkeiten. Mit rund 150.000 Kilometern Serviceintervall, abhängig vom Einsatz, muss der Actros in der Regel nur noch einmal im Jahr in die Werkstatt. Das Bordwerkzeug fällt nicht sehr reichhaltig aus. Es beinhaltet aber alle nötigen Schraubendreher und Schlüssel, um kleine Reparaturen durchführen zu können. Die Außenstaufächer bei Megaspace gleich 4 Stück bieten jede Menge Stauvolumen. Die beiden unteren Fächer nehmen Werkzeug, Warnlampe, Wagenheber und dergleichen auf. Dinge, die der Fahrer nicht unbedingt in der Kabine haben möchte. Alle Kabel, Leitungen und Steckverbindungen sind sauber verlegt. Der Mercedes überzeugt, im Gegensatz zu den Vorläufern der ersten Generation, durch Zuverlässigkeit und Ausgereiftheit. Der Fahrer muss insgesamt 4 Stufen überwinden, um in die hochplatzierte Großraumkabine zu kommen. Die Sitze im Actros sind guter Durchschnitt. Der Lenkradverstellbereich könnte größer sein. Der Platz im Innenraum ist okay. Wettbewerber à la MAN TGX oder DAF XF105 bieten allerdings mehr. Gut gelungen ist der Kühlschrank mit separatem Tiefkühlfach. Das obere Bett fällt großzügig und bequem aus. Wer unten schläft, muss dagegen in puncto Komfort und Größe Abstriche in Kauf nehmen. Die Sicht aus dem neuen Actros ist dafür vorbildlich. Dem eigentlichen Fahrzeugtest geht eine akribische Vorbereitung des Referenzfahrzeugs sowie des Test-Lkw voraus. Neben dem korrekten Luftdruck werden alle Betriebsflüssigkeiten gecheckt, Diesel und im Falle von SCR-Fahrzeugen AdBlue aufgefüllt und deren Temperaturen für die spätere Verbrauchsermittlung per Nachtankung erfasst. Auf der Handlingrunde hinterlässt der neue Actros einen guten Eindruck. Die jetzt direktere Lenkung bei den Sattelzugmaschinen wirkt sich positiv auf das Fahrverhalten aus. Auch Powershift schaltet jetzt schneller. Deshalb kann der neue Actros in der Fahrleistung gegenüber dem Vorgänger etwas zulegen. Das Geräuschniveau im MP3 ist auf niedrigem Level, die Kabine offensichtlich gut isoliert. Das Laufgeräusch des Motors ist nicht aufregend, bleibt aber wohltuend im Hintergrund. Die Werte des Referenzautos liefern die Basis, um alle Werte im Einzeltest vergleichen zu können. Dazu fahren die beiden Fahrzeuge im Test im knappen Abstand, aber außerhalb Sichtweite hintereinander her. Den Abschluss des Tests bildet eine Nachtbeurteilung, sowohl im Interieur als auch mit einer Wertung des Fahrlichtes. Im Vergleich zum Vorgänger hat der Actros MP3 deutlich gewonnen. Das jetzt serienmäßige Powershift-Getriebe kann in puncto Schaltqualität und Schaltgeschwindigkeit und auch im Bereich der Schaltstrategie überzeugen. Auch die neue direktere Lenkung macht das Auto fahraktiver und man hat das Gefühl, deutlich sicherer unterwegs zu sein. Im Innenraum hat Mercedes viele Dinge verwirklicht, die dem Fahrer im täglichen Gebrauch zugutekommen, sei es der Handtuchhalter oder auch der Rasierspiegel. Was noch nicht immer ganz optimal ist, meiner Ansicht nach, ist das obere Bett. Die Matratze ist zu dünn, der Aufstieg, der könnte durchaus besser sein. Aber das Auto ist ja noch einige Jahre auf dem Markt, da bleibt Raum für Verbesserungen, die Mercedes sicher im Laufe der nächsten Zeit noch einfließen lassen wird.